Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für unsere Trimble Nova Tipps. Und in diesem Video wollten wir Ihnen einen kleinen Tipp für die Fußbodenheizung geben und zwar, dass man über die Verwendung der Trennfuge ganz gut dieses automatische Einzeichnen der Heizkreise steuern kann. Ich zeige das mal an einem kleinen Beispiel. Das ist hier unser Beispielgrundriss, den wir auch in unseren Trainingshandbüchern verwenden. Und ähm, ich gehe jetzt einfach mal in die Fußbodenheizung. Ich habe hier einen Fußbodendatensatz, unseren Standarddatensatz, nämlich etwas manipuliert. Lade mir mal die Daten ein und äh, gehe jetzt hier aufs Erdgeschoss und lasse einfach die Heizkreise automatisch auslegen. Und äh, da ich die Nova hier zwinge, einen 15er Verlegeabstand zu verwenden, sehen Sie, dass wir ähm, relativ viele Heizkreise kriegen. Ähm, der Technikraum hat keinen Heizkreis bekommen. Und Sie sehen, dass wir jetzt hier äh, zum Beispiel bei diesem Büro 3 die Halskreise hier so nebeneinander angeordnet haben. Das möchte ich vielleicht nicht. Dann habe ich hier im Flur die Halskreise angeordnet. Vielleicht möchte ich aber lieber, dass hier die Trennung erfolgt an dieser Linie. Und hier oben möchte ich vielleicht in jedem Segment des Raumes einen Halskreis haben. Das ist so eine typische Aufteilung. Äh, und das kann ich tatsächlich im Vorfeld beeinflussen. Ich zeige Ihnen das mal. Ich gehe in die Fußbodenheizung und nutze die Verlegebereich Trennfuge. Und äh, jetzt äh, kann ich zum Beispiel über das Drücken der Steuerungstaste unsere Punktsuche aktivieren. Und dann kann ich hier die äh, mittlere äh, Bezugspunkte aus der Architektur rauswählen. Das mache ich mal hier. Ich kann ruhig in die Wand reinzeichnen, das ist nicht schlimm. Und äh, ich gebe jetzt einfach hier Trennfugen vor, ähm, die ich gerne umgesetzt haben möchte. So, diese drei, vier Stück sollen es dann auch schon sein. Ich habe jetzt also dem System gesagt, bitte hier entsprechend diesem Kreuz unterteilen, einmal hier unterteilen und einmal hier. Und jetzt gehen wir nochmal in die Fußbodenheizung hinein. Ich importiere die äh, vorgegebenen äh, Werte. Er importiert jetzt und äh, ich kann jetzt hier im Erdgeschoss die Heizkreise nochmal auslegen. Ähm, er löscht mir jetzt die äh, vorgegebenen Heizkreise und wenn wir in die Zeichnung zurückkehren, lasse ich mal neu einzeichnen und zwar vollautomatisch. Die Nova gibt mir den Hinweis, dass hier eben verwaiste Heizkreise sind, natürlich, die werden gelöscht. Und jetzt lasse ich die Zeichnung automatisch auslegen. Wieder der Hinweis für den Technikraum. So, und dann sehe ich, dass ich ein anderes Ergebnis bekomme. Sehr schön. Hier zu sehen, ich habe jetzt hier vier Heizkreise äh, so aufgeteilt. Ich habe hier entlang der langen Achse von der Tür aus gesehen eine Aufteilung. Und hier wird die Kante vom Gebäude etwas berücksichtigt. Ja, so kann man einfach dieses automatische Heizkreis einzeichnen, optimieren. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, ähm, manuell einzuzeichnen, aber das ist halt auch eine Variante, um äh, schneller ans Ergebnis zu kommen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für mehr Informationen zu unseren Produkten oder um eine Präsentation zu organisieren. Besuchen Sie uns auf mep.trimble.com oder finden Sie den am besten für Sie passenden Link in der Videobeschreibung.